Und bis dahin präsentieren wir Ihnen jetzt noch den, ja wohl vermutlich kleinsten Tanzschuppen der Welt. Der steht, wie sollte es anders sein, in Berlin. Und von der Discokugel bis zum Nebel auf der Tanzfläche ist alles da. Nur Platzangst sollte man besser nicht haben in dem Club. Eine alte Telefonzelle. Umgebaut und ausgestattet mit Discokugel, Nebel und Lichteffekten. Also alles, was ein richtiger Nachtclub so braucht. Benjamin Apuys hat die Teledisco erfunden. Auf einer Toilette mit Discolicht und lauter Musik sei ihm zum ersten Mal die Idee gekommen. Vor 2 Jahren hat er dann eine ausrangierte Telefonzelle für wenig Geld gekauft und umgebaut. Jetzt kümmert er sich manchmal nur noch um Putzarbeiten oder kleine Reparaturen. Sonst funktioniert sie gut ohne ihn. Und zwar so. Schreiben mal Spice Girls. Wannabe. Ja. Lieblingssong auswählen, dann 2 Euro Eintritt zahlen und los geht's. Jeder, der reinpasst, darf mitfeiern. Einer macht sich zu breit. Komm, mich jede mal ab. Oh, oh ja. Ab 3 fängt dann Spaß zu machen, 5 ist die perfekte Zahl, 6 ist, alles über 6 wird eng und 10 ist der Weltrekord. Und wem es doch zu eng wird, tanzt einfach draußen mit. Das da ist die beste Diskothek aller Zeiten. Es ist heiß, verrückt, schnell, spaßig. Ich will weiter tanzen mit noch mehr Leuten. Für jeweils weitere 2 Euro bekommt man ein Foto oder ein Video. 4 solcher Telediscos gibt es mittlerweile in Berlin. Weitere sollen noch folgen. Das war super. Das will ich zu Hause haben. Ja, kannst gerne meine haben, denn ich warte bereits auf die Handy-Disco. Ja, und morgen, darauf warte ich auch, denn da sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.